In diesem Video zeigen wir dir, wie man direkt von einem Frog in einen Push-Up springt. Das nennt man Frog to Push-Up. Voraussetzung ist, dass du bereits Frog und Push-Up gut beherrschst. Für beide findest du bereits Tutorials auf unserem Kanal. Achte darauf, in jedem Training viel in die Mittelkörperspannung zu investieren. Dann übst du am besten den Übergang von Frog in Push-Up immer wieder nebenbei auf der Matte. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du nach dem Frog über das Seil kommst. Die erste ist, du ziehst die Beine nah an den Körper heran, musst sie aber unmittelbar danach wieder ausstrecken, um im Push-Up landen zu können. Oder die zweite Möglichkeit ist es, das Seil unter deinem Körper möglichst weit nach hinten zu ziehen. Wir bevorzugen die zweite Möglichkeit. Diese erfordert allerdings etwas Mut, weil du die Arme erst sehr spät wieder zum Abstützen zur Verfügung hast. Beim Üben kannst du gut feststellen, welche Methode dir besser liegt. Etwas leichter ist der Frog to Push-Up in den Double Dutch Seilen. Du kannst dich auf das Springen konzentrieren und musst das Seil nicht selbst drehen. Wenn alles gut klappt, kannst du es mit Seil und ohne Matte probieren. Viel Spaß beim Üben! Hier findet ihr weitere Videos. Und hier findet ihr die Playlist mit allen Rope Skipping Tutorials.